Wir sind hier in einem Fichtenbestand. Der Fichtenbestand, das ist ein Altholzbestand, um die 80 Jahre, 80, 90 Jahre alt. Den versuchen wir jetzt im Laufe der Zeit umzubauen. Dann bauen wir hier schon im Vorhinein schon mal die Buche ein, um später stabilere Waldbestände zu haben. Heutzutage machen wir eine Horstpflanzung, nennt man das, mit Laubholz. Wir wollen die Bestände ja stabil gestalten. 19 Pflanzen pflanzen wir hier im Abstand von einem Meter in der Reihe und einem Meter von Reihe zu Reihe. Auf ca. 25 Meter wollen wir einen Zukunftsbaum haben. Das Rehwild und das Rotwild wird außen herum die Bäume, wird das anfressen, lässt aber in der Mitte die Bäume außer Acht. So kann in der Mitte der Baum schön hochwachsen, ohne dass sie durch das Wild geschädigt wird. Jetzt haben wir hier unten ein schön rechteckiges Loch. Da stecken wir die Pflanze rein. Ich ziehe den Spaten raus, krümel die Erde an, trete das fest und schon steht die Pflanze einwandfrei. Dieses Verfahren ist schön, ist sehr einfach zu erlernen und ergonomisch. Man schiebt die Pflanze ein. Und wenn man den Spaten rauszieht, schiebt man die Pflanze etwas nach, krümelt an. Es ist sehr schnell erlernt, aber wenn man sieht, der Rücken, der ist immer schön gerade. Man kann sich gerade bücken. Dieser Neheimer Pflanzspaten, der ist dann in der Waldarbeitsschule in Neheim-Hüsten ist der entwickelt worden. Und eigentlich sehr gut, das Ding. Wie so ein Baumbestand. Wenn er angepflanzt wurde, dann so im späteren Alter, so zwischen 10 und 15 Jahre, muss man das erste Mal eingreifen, damit die Bäume auch schon mal Platz bekommen, muss man die halt freistellen. Ja, dafür gibt es verschiedene Werkzeuge. Da hier ist das Schweizer Gerchtel, nennt sich das. Und hier ist der Karnebogen. Der hat einen verlängerten Stiel. Da kann man auch schon mal, braucht man nicht zu bücken, kann man die Bäume unten abhauen. Wie man an die Fläche ranging, hat man erstmal gar nichts gesehen, nur einen Haufen Bäume. Da hat man sich einen Überblick verschafft, da hat man gesehen, hier ist eine Buche. Hat man erstmal alles rundherum weggeschnitten, damit die Buche wachsen kann. Man darf natürlich nicht zu viel wegholen, sonst bekommt die Buche keinen Seitendruck mehr und will nicht mehr nach oben. Dann wird die unten frei. So möchte die Konkurrenz zu den anderen Bäumen, die möchte möglichst schnell nach oben. Und deshalb darf man nicht so viel, da muss man das gewisse Maß haben, wie den lassen wir jetzt hier stehen, das gewisse Maß haben an Druck, dass sie noch nach oben kommt. Wir haben halt einige Flächen in der jungen Bestandspflege. Und durch das neue Gerät, den Spacer, den wir hier auch in diesem Betrieb haben, dadurch kann man diese Arbeit halt auch längeren Zeitraum aushalten. Also das ist gar kein Problem, solche Aufgaben dann schon mal einen Tag zu machen, auch durch den Galgen, weil alles halt auf dem Rücken getragen wird und nicht mehr an den Armen hängt. Jetzt auf früher zurückzukommen, da war in so einem Revier von so 600, 700 Hektar Größe, waren dann zwischen 10 und 12 Mann beschäftigt. Um einen Vergleich zu geben, heute ist auf 2000 Hektar 3 Mann sind dann da. Wir sind der Herr darüber, was mit dem Wald in der Zukunft passiert. Und darum ist auch wichtig, gut ausgebildete Leute hier an der Heppe oder eben an der Säge zu haben, weil die entscheiden, was wird aus diesem Stückchen Land in den nächsten 50, 60 Jahren. Wenn die wissen, was sie für eine Baumart da bearbeiten, und die wissen, eine Kirsche, Mensch, die ist toll, da kann ich später Werthaus draus machen, die fördere ich jetzt, dann ist das schon für den Waldbesitzer schon ein großes Plus. Früher war es so, dass wirklich also fast reiner Männerberuf war. Jetzt egal, ob man Förster oder Forstwirt ist. Und jetzt es bessert sich. Also die es kommen immer mehr Frauen daran und gerade das Studium ist auch sehr ausgelegt, viel auf Naturschutz,
wo dann halt auch viele Frauen dabei sind, die dann halt nicht in Forstbetrieb direkt gehen, sondern irgendwas mit Ökologie, Naturschutz machen wollen. Und dadurch ist der Anteil relativ gleich. Also man muss sich halt im Klaren sein, dass ein Studium sehr theoretisch ist. Und ich mache halt jetzt das Pflichtpraktikum von der Uni hier im Betrieb Zweifall, einfach um ein bisschen praktisch zu arbeiten neben dem Studium. Ja, Förster ist halt vor Ort und deshalb finde ich das halt schön, weil er halt auch sehr frei in seiner Arbeit ist. Er hat halt Freiheit, wie er das jetzt gestalten möchte. Er hat zwar seine Vorgaben, wie viel Holz jetzt eingeschlagen werden muss, und hat natürlich auch seine naturschutzrechtlichen Richtlinien, aber sonst ist er halt sehr frei und kann halt so ziemlich den Wald gestalten, wie er das möchte. Eigentlich ist es so, dass man als Forstwirt immer einen Job bekommt, da die Baumbestände immer älter werden. Und das heißt, irgendwann ist die maschinelle Aufarbeitung, das heißt mit Harvestern, nicht mehr so gut möglich, weil die einfach zu dick und zu groß werden. Es gibt ja auch noch andere Aufgabenfelder, die man wahrnehmen kann. Zum Beispiel kann man sich fortbilden, dann zum Beispiel als Ranger im Nationalpark arbeiten oder als Baumgutachter. Also man hat da einige Möglichkeiten, in die man noch wechseln kann. Wir sind ja jetzt auch im Betrieb eher wenige. Wir sind ja hier mit dem Meister Dominik und halt mit den 4 Auszubildenden. Das ist halt ziemlich schön, dann, weil man halt ein viel größeres Gemeinschaftsgefühl hat und dann halt auch weiß, man kann sich auf die anderen verlassen. Die machen jetzt hier keinen Quatsch, was ja auch in unserem Beruf ziemlich wichtig ist, wenn man sich auf niemanden verlassen kann. Gerade haben wir halt angefangen, wieder einen Hochsitz zu bauen. Und somit unterstützen wir halt die Jagd, indem wir hier die Hochsitze bauen. Früher wurden die Waldarbeiter, wie sie früher hießen, nur dazu benutzt, ich sage wirklich benutzt, Holzeinschlag zu machen und zu pflanzen und irgendwelche Pflegemaßnahmen, sonst nichts. Heute ein ausgebildeter Forstwirt, der wird eingebunden in den Holzverkauf, wird dann noch mit, also Holzbereitstellung, Holzabnahme, Holz auszeichnen, der wird überall mitgenommen und wird überall damit eingebunden. Und das können die heute auch. Ne? Hier sieht man, wenn der angesaugt wird, geht der Kanal auf und sonst geht der zu. Und innerhalb von ein paar Jahren, dann verklebt er natürlich und dieser Kunststoff oder Gummi, der verbraucht auch. Und dann muss man die Membran halt auswechseln. Ihr kauft einen Membransatz für 20 Euro, tut den Membransatz neu rein und die Säge läuft wie am ersten Tag. Ja, das ist meine eigene Säge halt aus der Ausbildung. Die 3 Jahre habe wirklich nur ich damit geschnitten auch im Betrieb. Und da lernt man natürlich dann auch seine Sachen zu pflegen, auch in der Ausbildung, darauf zu achten, auch diese zu warten, halt mit diesem Hintergedanken, dass man die halt irgendwann auch kaufen wird. Ne? Und es geht ja da um ein paar hundert Euro auch, die man dafür investieren muss. Und da ist es eigentlich auch ganz gut, jetzt als Neueinsteiger im Beruf nach der Ausbildung direkt keine flammneue Säge kaufen zu müssen von 1.000 oder über 1.000 Euro. Und man dadurch erstmal die etwas billigere, aber schon benutzte Säge halt übernehmen kann. Holz stellt halt schon, also der Baum an sich, eine Lebensgrundlage dar. Erstmal, weil alle Menschen brauchen Holz, sei es egal in welcher Hinsicht, zum Bauen, wenn man auf Papier schreibt etc. Und zum anderen auch halt, produziert Sauerstoff, Photosynthese hier. Von daher ist es schon halt wichtig, dass man auch nachhaltig wirtschaftet, um halt den Wald zu erhalten, so wie er ist, um halt auch da erstmal in der Hinsicht Rohstoffe zu erhalten und auch um die Sauerstoffproduktion und somit die Lebensgrundlage für die Menschen, für die Tieren, für alles Mögliche auf diesem Planeten zu erhalten. Also es ist schon ein wichtiger Teil, den wir hier unterstützen bzw. durchführen. Und fördern natürlich, ne?